Jen, am Wochenende war ja wieder das Rohkost-Potluck. Ich habe euch da auch wieder das Buffet abgefilmt. Natürlich mit den Erklärungen, was da alles auf den Tisch kam. War wieder mal ein wirklich total schöner und bunter Mix an rohköstlichen Köstlichkeiten. Ich bin auch der Meinung, wenn man einen Rohkostkoch bei sich zu Hause hätte, der einen immer alles zubereiten würde, da würde fast jeder ganz ohne Probleme zur veganen Rohkost wechseln können. Denn es ist eigentlich nur die Bequemlichkeit, ja, und dem fehlenden Wissen geschuldet, was einen davon abhält, roh vegan zu leben. Und entsprechend dann auch, ja, die Disziplin so ein bisschen auf seine ja, Wünsche ein bisschen zu verzichten. Aber wie gesagt, mit dem Rohkostkoch, da kann ich eigentlich fast alle bedienen. Fast alle. Aber bevor ich zu dem Video des Potlucks komme, möchte ich euch ein Rezept vorstellen. Die Fruchtbuletten oder auch Road Snacks genannt. Das Rezept ist einfach wirklich richtig, richtig geil. Es ist schmackhaft, es ist einfach und es ist vollmundig, es ist formvollendet, es ist einfach. Ja, so geil, dass es zwei Namen von mir bekommt. Es ist wirklich richtig, richtig klasse. Ich finde es total toll und das möchte ich euch vorstellen. Das wirklich Geile an dem Rezept ist, dass man sich das direkt auswendig lernen kann und braucht eigentlich im Endeffekt ja, keine Mengenangaben und Zutaten aufzuschreiben. Vielleicht Zutaten, ja, aber keine Mengenangaben. Denn alles wird in der gleichen Masse hinzugefügt. Aber ja, ihr seht das gleich selber. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Rezept für die Road Snacks oder eben die Fruchtbuletten. So, das erste, was ihr tun müsst, ist 600 Gramm Nackthafer einweichen. Das heißt, ihr müsst erstmal Nackthafer. Ich habe hier den Nackthafer, den ich immer nehme. Ich verlinke euch den auch nochmal unten, falls ihr denselben haben wollt. Und ja, dann tut ihr 600 Gramm abmessen. Ihr könnt natürlich jede beliebige andere Zahl von Gramm abmessen. Das werdet ihr gleich mitbekommen. Also ihr könnt das mit 100 Gramm machen, mit 200, mit 500, was auch immer, mit 1 Kilo. Ich nehme jetzt 600 Gramm. Da seht ihr auch nachher, wie viel rauskommt. Aber das Rezept, die Spezialität des Rezeptes ist, dass ihr von jeder Zutat dieselbe Anzahl von Gramm nimmt. Außer ein paar Sachen, also zwei Sachen. Aber da kommen wir nachher noch dazu. Auf jeden Fall erstmal 600 Gramm eine Nackthafer in eine Schüssel geben und diese dann mit kaltem Wasser auffüllen. So sieht das dann aus, wenn sie mit kaltem Wasser aufgefüllt ist. Und das tut ihr jetzt, also den Nackthafer mit dem kalten Wasser, in den Kühlschrank. Und nicht zugedeckt oder sowas, einfach nur in den Kühlschrank. Und da bleibt das jetzt für zwei Tage. Und nach dem ersten Tag tut ihr den Nackthafer rausnehmen, durch Sieb kippen und wieder frisches, kaltes Wasser drauf. Und dann nach dem zweiten Tag tut ihr einfach das andere Wasser abschütten. Das heißt 48 Stunden im kalten Wasser im Kühlschrank. So, und dann ist der Tag der Abrechnung gekommen. Man tut 200 Gramm bzw. 600 Gramm, also je nachdem wie viel Gramm man nimmt. Also wir machen jetzt alles mit 600 Gramm, aber ihr könnt auch 200 Gramm nehmen, das ist ungefähr für einen Menschen genau die richtige Sache, wenn er sagen wir mal, einen Abend oder zwei Abende solche Riegel essen will. Aber ich mache jetzt für eine bisschen größere Masse an Menschen die Riegel, deswegen 600 Gramm. Also die 600 Gramm eingeweichten Nackthafer, die kommen jetzt sozusagen in eine Schüssel. Dazu kommen 600 Gramm Polenta. Und zwar schaut bei Polenta drauf, gibt vorgekochte Polenta und also so vor Dings, also die nicht Rohkostqualität ist und welche mit Rohkostqualität. Von Rapunzel, die hat Rohkostqualität, allerdings weiß ich nicht, ob das geschmacklich so einen Unterschied macht, aber der ein oder andere möchte halt die 100% Rohkost, also nehmt da auf jeden Fall dann die 100% Rohkost Polenta. Also Maisgrieß ist das nur. Also 600 Gramm Nackthafer, 600 Gramm Polenta und dann 600 Gramm Mandeln. Ganze Mandeln. Ne? Finde ich richtig geil, wenn man da immer drauf beißt und was richtiges ordentliches hat und nicht alles nur Püree ist. Also 600 Gramm Mandeln. Alles ganz easy peasy. Und dann 600 Gramm Dattelpüree. Ich kaufe immer das hier, ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, das ist total billig und das eignet sich halt übelst geil für solche Sachen. Ne? Also da, wenn man da teure Datteln jetzt quasi selber püriert und so weiter, ist immer recht teuer, weil hier, das sind, wo steht's drauf? Also das Kilo Datteln, glaube ich, lass mich lügen, 3 Euro. Und da ist wirklich nur Datteln drin, gepresst und das war's. So, wie gesagt, also da... Meiner Meinung nach für solche Sachen halt perfekt geeignet. So. Gut.
Also 600 Gramm Nackthafer, 600 Gramm Polenta, also Maiskris, 600 Gramm Mandeln, 600 Gramm Dattelpüree und last but not least 600 Gramm Bananen. Und zwar natürlich schön reife Bananen. So, die muss ich jetzt erstmal abwägen. Also 600 Gramm Bananen ohne Schale. Wie ihr ja wisst, könnt ihr die Schale mitessen. Allerdings würde ich das maximal im Smoothie empfehlen. Ich habe da ein Video dazu gemacht, das verlinke ich euch oben mal in den Infokarten. Also dass man einfach die Schale im Smoothie mitessen kann. Aber jetzt muss ich erstmal zählen. So, muss ich ja mit wiegen. 82, 180, 180, 280. Normalerweise eine Banane immer 100 Gramm, aber je nachdem mal größer, also eine normal große Banane. 100 Gramm Fruchtfleisch. Jetzt sind wir bei 280, 380, 480, 590, ungefähr 600 Gramm. So, das habt ihr jetzt alles. Und dazu tut ihr also alles 600 Gramm. 600 Gramm Nackthafer, 600 Gramm Maiskris, 600 Gramm Mandeln, 600 Gramm Dattelpaste, 600 Gramm Bananen. Und dann nehmt ihr 60 Gramm, also nicht 6, also alles 6, immer 6, 6, 6. Also 6, 6, 6 so rum. Und dann nehmt ihr 60 Gramm, ein Mix aus rohem Kakaopulver und Vanille. Bei mir sind das ungefähr 50 Gramm Kakaopulver und 10 Gramm Vanille. Vanille ist relativ teuer. Ihr könnt auch durchaus das Vanillin oder das Aroma oder sowas nehmen. Da ist es alles preiswerter. Die Mandeln sind relativ teuer, der Rest ist eigentlich total billig, sage ich mal. Vanille ist das Einzige, was jetzt teuer ist. So, und da diese 60 Gramm macht ihr auch noch da dran. Und das alles tut ihr dann schön verrühren. Was jetzt natürlich mit der Dattelpaste ein bisschen schwierig wird, weil die gerade aus dem Kühlschrank ist, da ist sie immer noch ein bisschen... Da muss man die erstmal ein bisschen in Teile schneiden. Wenn die direkt aus dem Kühlschrank kommt, dann lässt die sich nicht ganz so gut verarbeiten. Aber muss man die immer so ein bisschen in Teile schneiden. Aber umso wärmer das wird, als wenn ihr die jetzt klugerweise einfach draußen gelassen hättet. Bei mir kommt ja alles im Kühlschrank. Dann könnt ihr euch den Schritt jetzt hier sparen, das so ein bisschen in Teile zu machen. Ja, ich merke schon, wie sie jetzt schon so handweich wird hier. Ich kann schon fast abreißen. Ihr könnt natürlich auch frische Datteln nehmen. Ne? Wenn ihr Geld scheißt, dann nehmt einfach frische Datteln. Aber im Endeffekt ist das absolut identisch. Ne? Bis auf, dass die direkt an Ort und Stelle quasi verarbeitet wurden zu Dattelpüree. Und damit natürlich vollreif die Dinger gleich benutzen konnten. Und... ja, das natürlich halt viel billiger ist für die, weil die auch die Reste verwerten. Da sind auch Datteln drin, die jetzt nicht so schön aussehen. Oder wo vielleicht ein Wurm ist, drin ist. Veganer Wurm natürlich. Keine Ahnung, aber irgendwie müssen die ja den Preis herkriegen. Ich vermute mal, das liegt einfach da dran. So. Ich aufpassen, dass ich mir nicht live in der Kamera in den Finger schneide. Aber ich brauche eigentlich das Messer nicht mehr, weil es wird langsam weich. So. Und wenn ihr das alles dann hier reingetan habt, also 600 Gramm Nackthafer, 600 Gramm Maiskris, 600 Gramm Mandeln, 600 Gramm Dattelpüree und 600 Gramm Bananen. Dazu 60 Gramm Kakao und Vanille, also 50 Gramm Kakao, 10 Gramm Vanille jetzt in dem Fall. Dann könnt ihr loslegen und zwar alles schön miteinander verrühren oder verkneten besser gesagt. Und ich garantiere euch, das ist der leckerste Riegel, den ich je gemacht habe in Rohkostqualität. Und nicht in Rohkostqualität habe ich nie einen Riegel gemacht. Und das muss natürlich dann eine Masse werden, die komplett auch ineinander klebt, weil daraus macht ihr ja Riegel. Das heißt, wenn es bei euch irgendwie ist, dass ihr irgendwelche Bananen noch nicht reif sind und dadurch noch nicht, sag ich mal,
naja, so cremig sind und schleimig, sondern eher so noch nicht reif, ja, dann müsst ihr halt eine Banane mehr machen oder so. Aber normalerweise, wenn ihr reife Bananen nehmt, reicht das eigentlich. Ihr müsst halt bloß schauen beim Kneten, dass die Dattelstücke, die ja relativ hart sind, dass ihr die wirklich auch alle zerknetet. Wie gesagt, wenn ihr das Dattelpüree nutzt, was ich nehme, aus preislichen Gründen, dann lasst es einfach bei Zimmertemperatur mal 3-4 Stunden stehen und dann könnt ihr das ganz normal so kneten. So müsst ihr halt jetzt dann wirklich ein bisschen drauf achten, dass ihr die einzelnen Dattelpüree-Stücke schön knetet. Ich könnte jetzt theoretisch auch einfach mal, wird ja nichts schlecht hier, das einfach mal in 2 Stunden stehen lassen und dann nochmal kneten. Und dann passt das auch. Und das jetzt wie gesagt 600 Gramm, weil ich einfach für viele mache. Ihr könnt das natürlich alles mit 100 Gramm machen. Macht alles einfach durch 10, durch 6 natürlich. Das heißt 100 Gramm Nackthafer, 100 Gramm Dattelpüree, 100 Gramm Maisgris, 100 Gramm Bananen und 100 Gramm, was ist auch das, die fünfte Zutat war. Und dann macht halt plus 10 Gramm Kakao und Kakao und Vanille dran. 10 Gramm? Ja, 10 Gramm. Genau. So, und jetzt habt ihr dann so irgendwann so eine Masse. Und aus dieser Masse, die Masse ist schon ganz gut, formt ihr dann die Riegel. Und da kommen wir dann dazu. Können wir eigentlich fast gleich machen. Ach Quatsch, ich zeige euch dann, wie die Riegel dann aussehen. Weil Formen sei ja nicht doof. Einfach in die Hand nehmen. Formen. Blatt drücken, Riegel oder halt Nugget oder wie er das immer ausdrücken wollte. Auf jeden Fall, so sehen die Dinger dann aus und die kommen dann in den Dörrapparat. Ja, vielleicht mache ich da nochmal eine kurze Videosequenz. So, und so sehen sie dann aus, die fertigen Buletten. Je nach Konsistenz, ich mag sie ein bisschen weicher, wenn man sie länger drin lässt, werden sie halt härter. Also Konsistenz. Na? Geschmacklich wie immer Bombe. Die sind relativ süß, aber normalerweise mache ich es ganz süßer. Aber hier hat es einfach so gerockt, dass alles nur Sex ist, dass ich einfach auf irgendwie noch 100 Gramm Zucker oder was verzichtet habe und die 600 Gramm Dattelpaste ausreichen müssen. Also von daher, die sind süß. Also die meisten würden sie bezeichnen als sehr süß, aber gemessen an meinen Standards sind die normal süß. Auf jeden Fall mega lecker, schön rund, süß, auch die ein bisschen fettig durch die Mandeln. Da hast du richtig, man sieht ja mal die Mandeln zum Reinbeißen. Also für mich sind diese Fruchtbuletten mega, gerade weil sie halt auch diesen Nackthafer 600 Gramm mitverarbeiten, was halt auch eine gute Proteinquelle ist und richtig sättigend ist. Das heißt, das ist sättigend und süß. Und ja, in der Rohkost nicht zu verachten. Jo, das soll es gewesen sein. Und was man dann auch noch machen kann, das habe ich jetzt hier beim Hälfte dieser Sachen ja gemacht, das ist, dass ich einen Zuckerguss dran gemacht habe. Der Zuckerguss besteht im Endeffekt aus Rohrohrzucker, der im Mixer quasi zu kleinen Staub vermixt wurde, und frischer Zitrone. Und das beides tut man halt so, dass es eine zähe Masse macht, also immer wenig Zitrone zugeben, also eine frische Zitrone einfach auspressen in dieses Pulver rein. Und ja, und dann hat er so einen richtig festen und wird dann so ein richtiger Zuckerguss. Und ja, da kann man die noch garnieren. Da kommt nämlich einerseits halt noch so eine Säure dazu und andererseits werden die dann ja wirklich dann auch süß. Und ich habe jetzt die Hälfte so gelassen und die andere Hälfte lasse ich ohne Zuckerguss. Das war jetzt der Road Snack oder eben die Fruchtbuletten und ja, auf jeden Fall nachmachen. Der Anteil an Kakao und Vanille, den kann man beliebig variieren. Also ich habe es nur auf dem Sechsnenner bringen wollen. Also im Nachgang wurde gesagt, dass man den Kakao nicht so rausgeschmeckt hat. Das nur mal als Information für euch. Für mich war es trotzdem schön, weil ich eh nicht selber ganz großer Fan von Kakao bin. Ich hatte nur so eine leichte Note und das hat mir dann auch gereicht. Ihr könnt natürlich in die Rohmasse mehr Kakao reinmachen, auch Vanille, wenn ihr möchtet. Und ihr könnt ja immer probieren, das ist ja Rohkost, ne? Ihr könnt diese Rohmasse ja direkt probieren, ob es euch gut schmeckt. Also es schmeckt nicht anders, nur weil es dann gedörrt ist. Es ist einfach eine bessere und festere Form, man kann es mitnehmen und so weiter. Dieses Rezept mit diesen Zutaten ist einfach wirklich komplett harmonisch und vor allem auch sättigend. Zuckerguss ist halt für die Leute, die es gerne noch ein bisschen süßer mögen. Ist dann quasi das i-Tüpfchen, das Süße. Aber es ist nicht zwingend notwendig, ne? Also ich habe die auch schon ohne Zuckerguss gemacht und ich auch, obwohl ich es süß mag, auch gegessen und fand es auch total lecker. Ne? So richtig Fruchtbuletten, eigentlich so ein bisschen süß, aber trotzdem so vollmundig. Ne?
So, aber nun zum Potluck-Video und den Köstlichkeiten, die da wieder mal kredenzt wurden. So, fangen wir an. Was ist das? Kleine Rohkosttörtchen mit Pekannuss, Dattel, Kruste und Erdbeeren gefüllt und manche mit Schokosoße. Gut, dann zum nächsten. Anja, was ist das? Salat. Feldsalat, Paprika, Champignons, Sprossen, Leinsamen, Sesam und dann noch ein Dressing, Molke, Eigenbau. Mit Knoblauch? Mit einer Zehe Knoblauch. Okay. Und Miso und Zeugs halt. Das nächste sind Wirsingchips, dann haben wir Mandarinen, dann haben wir einen Wildkräutersalat, was ist das? Ein Salat aus Chinakohl, Eisbergsalat, Radicchio mit Linsen, Sprossen und Kresse. Boxhorngläser, Sprossen. Cool. So, dann haben wir ja Herzdinger, mindestens deine. Was ist das? Das sind solche Herz- und Sterntaler, gedörrt aus Mandeltrester, bisschen Kokosöl, Kokosmus, Karottpulver, Guaven und bisschen Sultanin noch drin. Okay, dann der nächste Salat. Das ist auch meiner, ist ein Linsen-Blumenkohl-Salat mit ein bisschen, also mit gekeimten Beluga-Linsen, Blumenkohl, getrockneten Tomaten, getrockneten Bärlauch, Avocado, gekeimten Kichererbsen und Zucchini. Gut, dann die Cracker, was ist das? Das ist Rohkostbrot? Was ja, genau, das ist Rohkostbrot mit Buchweizen und Leinsamen und dann ist Paprika und Zucchini da noch mit drin und Gewürze. Aha. Okay, das sind Fruchtbuletten mit Maiskries, eingelegten Hafer, Datteln, Bananen und einer geheimen Geheimzutat und Kakao und Vanille. So, dann. Dann haben wir Wirsingchips mit Schokolade, also Schokoladenchips. Okay. Wirsing oder Grünkohl? Wirsing, hab ich gesagt, Grünkohl, Entschuldigung. Grünkohl hast du gesagt. Grünkohl, oh ja. Das ist ein Kichererbsensalat mit Garam Masala, also es ist ganz viel Kichererbsen und Granatapfel und ja, lauter leckeres Gemüse. Richtig, richtig super lecker. Das ist als Basis Kraut, also Weißkraut, dann Apfel und Zwiebel und gewürzt ist es mit Essig, Öl, na, wie heißt's? Fällt mir gerade nicht ein. Zitrone. Nee, ach, Senf habe ich noch drin. Und Kreuzkümmel, genau. Kreuzkümmel und ein bisschen Koriander. Und wo hast du das Rezept her? Das klingt ja ganz interessant. Das ist dein Grundrezept gewesen. Ach, das ist das Rezept von Lohr Spirit. Au, das ist lecker. Gut, nächste. Was ich aber abgewandelt habe. Wie man vielleicht. Wir haben ganz tolle Cracker mit Leinsamen, Mandeln ist noch dran, Erdmandel, alles Mögliche. Und ein russisches Gewürz, Rmeli Suneli. Also es ist ein Gewürz mit Box und Klee und Pfefferminz und Kurkuma. Und also ganz intensiv und lecker. Was haben wir hier? Und das ist ein orientalischer Aufstrich, den habe ich sonst mit Tofu gemacht. Diesmal habe ich mal einen Rohkost gemacht mit gekeimten Sonnenblumenkernen. Datteln sind noch dran, der ist so ein bisschen süßlich und Mandeln und ganz viele tolle Gewürze. Das Brot, was ist das? Wer hat das gemacht? Das ist Sprossenknecke mit Bärlauch. Das ist genau so eine Art Eiersalat, roh veganer Eiersalat. Und das, was mit? Mit, ja, sagen, was mit Champignons hast. Und Avocado, Dill, Kurkuma und dieses Gewürzsalz, Kalanamak. Und das, wo du gerade drauf hältst, ist Sonnenblumenkerngrün, selbst gezüchtetes. Und das sind Rettichsprossen und eingeweichte Walnüsse. Da haben wir hinten nur noch den Kuchen. Genau. Anja? Nee, Becky? Nee, das ist Karottenkuchen mit Limonentopping und Walnüssen. Zutaten sind, der Boden ist aus Karotten, Bananen, gemahlene Mandeln, Kokosfasseln, Zimt, Kokosöl und das Limonentopping ist aus Mandelmus, Limonsaft, Wasser und Kokosöl. Wunderbar, na dann. So, ich hoffe, ihr hattet Freude am Video und wir sehen uns dann morgen wieder. Macht's gut, euer Christian. Tschüss.